Willkommen zur dritten Folge zu Let's Play Star Conflict. Der Sarakin hat sich mit dazu gesellt. Ich grüße dich. Guten Abend. Ansonsten der Urban und der Gerkala. Hallo. So, Herr Gerkala, dann erklär mal, was hast du jetzt hier gerade gemacht? Du hast jetzt was Besonderes mit uns vor. Also wir haben uns selbst die Mission ausgesucht. Anstatt dass wir einfach die Mission haben, die standardmäßig angeboten wird und alle Stunde rotiert, kann man sich über eine benutzerdefinierte Schlacht, quasi eine eigene persönliche Lobby, Modus selbst auswählen und bei Bedarf auch die Spieleigenschaften ändern. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Spieleigenschaften beibehalten, heißt auch, wir bekommen die ganz normale Belohnung, durften uns einfach aussuchen, was wir spielen und auf welchem Server wir spielen. Alles klar. Danke. Und jetzt machen wir mal auf Start. Dürfte ja eigentlich nicht ganz lange dauern, weil das Team steht ja schon. Genau. Wir sind schon vollzählig. Gut, ich probiere jetzt mal meine Demos kurz mal aus. Also wie gesagt, ich probiere mal das Kanonenschiff Deimos aus mit den langsamen Kugeln, so wie ihr mir das erklärt habt, und dann mache ich mal das Beste draus. Lustig ist, wenn du es schaffst. Wenn du es schaffst, an die Struktur seitlich reinzuschießen, war es die Kunst dahinter, dass das Ding so langsam fliegt, dass Ton mehrfach treffen kann. Doch, relativ lustig. Irgend, du kannst übrigens deine Schildheilung ausmachen, da übersteuere ich dich. Weil immer nur der stärkste Heal fällt. Okay. In unserem Fall ist der stärkste Heal von mir, das heißt, du kannst die Energie was anderes gebrauchen. Gut. Denn weiter geht's. Habt ihr schon. Die Kanone ist ja der Wahnsinn. Das ist halt ein relativ langsames Geschoss. Das heißt, die kleinen Viecher sind ein bisschen schwieriger zu treffen. Dafür ist der Schaden halt ein bisschen höher. Ja, man muss halt ein bisschen vorhalten. Ja. Gut, und sie dürfen sich halt nicht drehen und wenden. Der Plünderer war aber gerade süß. Aber die Waffe überhitzt ganz schnell. Nachher gibt's mehr Munition und mehr Modifikation, da kann man das massivst verändern. Kann man auch sagen, ich will schnellere Geschütze haben, ich will mehr Schaden, whatever. Ding macht echt Spaß. Der Gegner hat noch eine fiese Variante davon, die sind dann rot, die machen dann noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, das sieht man zum Beispiel, wenn man mich beobachtet, kriege ich hier die ganze Zeit ein paar von den Teilen ab. Kala, wärst du mal so freundlich? Natürlich. Ich hätte noch eine zweite, wenn du möchtest. Gerne. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Oh, Gott sei Dank. Das Gefecht ist schon vorbei gewesen. Puh. Hast du schon Angst? Ja, ich hatte noch meine Strukturpunkte, aber mein Schild ist ja schnell runtergegangen gewesen. War schön knapp, danke außerdem. Aber hier bei Sarah kenne ich sehr so, also von der Optik her, ist ja die Razor. Das ist ja, sieht ja auch richtig geil aus, das Stück. Die Razor ist, Oh, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Die Razor ist, ein Tackler. Sehr schönes Schiff. Leider nur für Goldstandards zu erhalten.
Und aktuell liege ich aber eine Guard. Razor packe ich bei der nächsten Runde einfach mal ein. Dann kann man die sehen. Hier ist vielleicht noch zu empfehlen, erst die Geschütze kaputt zu machen, bevor man die hier die Energiezellen kaputt macht. Weil ja, mach ich eigentlich immer so. Ja, ja, ich hab gerade einfach zwei Geschütze, die weniger auf einschießen. Also ich meine, das mache ich eigentlich immer so, immer erst die Geschütze so bevor. Was man hier auch sehr schön machen kann mit einem kleinen Jäger. Man fliegt einfach auf das Geschütz zu und stellt sich kackfrech davor. Da passiert einem auch nichts. Wir lassen kurz Sarah hin vor. Willst ja nur, dass ich arbeite. Ja. Mal großen Rums. Reihenfolge. Er ist nach oben. Erst nach oben, wir gehen C und dann B. Wir gehen einfach eine Ebene nach oben. Denkt bitte an die Geschütztürme hier. Ja, alle Geschütztürme killen, wichtig. Und ran an die Waage. Kommst du ran? Jo. Alles gemütlich. Jetzt nach unten oder nach oben? Ja. Unten, ja? Wir gehen erst nach unten. Ja. Wichtig ist einfach, dass wir die ganzen Geschütztürme da abknallen, weil sonst sind sie uns in der nächsten Runde Dorn im Auge. An die Barke ran. Pressieren. Oh, toll. Ja, ich hab's ja gerade gesehen, diese roten Dinger. Ja. Die kleinen, die machen einfach ein bisschen mehr Schaden. Also ab an die letzte Barke. Das ist echt cool. Mist! Den wollte ich noch haben. Teilen wir uns ein bisschen auf. Wir müssen die Strukturen, die wir jetzt eben kaputt gemacht haben, selbst aufbauen. Dann teilt man sich einfach ein bisschen. Empfiehlt sich da trotzdem noch die Demos zu behalten, auch wenn das ein Rang 4? Ja, ja, easy. Was wir jetzt machen ist... der Sarakin nach links baut dort zwei Türme auf. Da braucht man nicht mehr. Der du direkt hier unten, wo wir gerade sind, baust du die Türme auf, killst was so kommt. Und Orende kommt mit mir mit. Wir gehen dorthin, wo am Anfang die meiste Action ist. Okay. Bauen Türmchen auf. Jawohl, mein Chef, Sir. Da muss man halt ganz nah ran, dann baut man ein Türmchen auf. Zu zweit geht ja schneller, richtig? Richtig. Türmchen sind ja wichtig, weil sie Nummer 1 Aggro ziehen und Nummer 2 ganz schön viel Schaden machen. Auf und wieder sparen. Aufbauen, genau. Und warum haben wir uns so aufgeteilt? Weil Sarakin um einige schneller ist beim Einnehmen auf der Seite. Erstens, weil sein Schiff einen Bonus drauf hat. Zweitens, weil er auch schneller fliegt. Irgend kann die Mitte alleine machen, weil schließlich heilt er sich ja auch selbst, als er mal Mühe bekommt. Ja.
dem Schwierigkeitslevel, wenn man die Türmchen aufgebaut hat, dann hat man schon mal. Ja. Hat man schon Süd wie gewonnen oder was? Ja, ziemlich. Ist ja relativ chillig. Aber die Türmchen reichen eigentlich schon fast, um jeden Transport hier selbst zu zerstören. Ach, das ist die Razor hier. Mal gucken gehen, genau. Sieht ja schon geil aus. Toll, immer wenn ich drauf schießen will, ist das Objekt schon weg. Ha. Habe ich gestern hier mal ausprobiert, hier von dem Truppentransporter, weil so vorzufliegen und den auszubremsen, da bin ich direkt geplatzt, aber wusste ich ja auch noch nicht. Der schiebt einen weg und macht einem dann dabei relativ viel Höhenschaden. Und ja. Da war ich doch gut verwundert drüber, also. Weil ich war eigentlich noch relativ voll gewesen und dann auf einmal meine ganze Fregatte einfach geplatzt. Ach, das macht doch einen richtigen Spaß hier, ey. Geht, ne? Sind wir nur noch da in der Mitte? Weniger. Ne, gerade die Action, wenn ich jetzt gerade richtig mobil bin. Fertig. Schon gewonnen. Ey, ich bin doch erst bei der 12. Minute. Ja, müssen wir den Rest jetzt verquatschen. Ja. Das ist jetzt hier eine der einfachsten Missionen überhaupt gewesen. Habt ihr gemerkt? Gerade mit euch. Ja gut. Carla und ich, wir sieht man auch an unserem Tag, wir spielen halt sehr häufig zusammen und die Mission, ich kann sie nicht mehr zählen, wie oft. Deswegen, also man kriegt da auch eine gewisse Routine natürlich rein. War also mehr nervig als schön oder was? Nein, nervig nicht. Also das ist eine meiner Lieblingsmissionen. So, kleiner Blick, jetzt muss ich nur mal kurz was gucken. Mal sehen, ob ich was machen kann hier. Ja, siehste, Levelaufstieg können wir schon mal machen. So. Ist halt auch relativ einfach, wenn man auf zwei, drei kleine Sachen achtet. Es ist nicht die schnellste Mission, aber es ist die möglichste Mission. Es gibt dann schon Missionen, die macht man in 4-5 Minuten. Das ist dann schon ein bisschen mehr Stress. Dafür macht man aber auch mehr Credits. Weil es da schon Unterschiede zwischen den einzelnen Missionen gibt, die es da im Angebot hat. Ach siehst du, wenn ich jetzt die Daimos 2 nehmen will, dann ist da auch schon Stufe 6. Ein Stufe 6 Rang 2 Schiff oder. Nee, Stufe 6 Rang 6 Schiff. Ne? Was? Nee. Rang 6, Tier 2. Und warum ist der Ding denn immer noch Tier 2? Weil Tier 2. Also jedes Tier geht über 3 Ränge. Hier ist die römische Zahl am Schiff. Ja. Das definiert, wie stark deine Gegner sind. Die sind immer im gleichen Tier, dementsprechend auch immer in den gleichen 3 Rängen. Ah, verstehe. Also nicht gegen ganz stark gespielt, sondern dass du gegen Leute spielst oder mit Leuten spielst, die Schiffe auf deinem Schiffslevel haben. Oh, hat jemand schon die Mjolnir geflogen? Ja, willst du sehen. Ist das ein geiler Teil oder nicht? Kann sie zeigen, wenn du mal möchtest. Ja, warum nicht, klar. Ja, dann machen wir das. Je nachdem, wie lange wir dafür brauchen, ne? Ja, ich glaube, ich habe es relativ schnell fertig. Okay.
Willst du die PvE auf T5 machen? Nee, ich mach kurz eine Benutzerdefinierte. Lade ich. Wer von euch hat denn eigentlich die War Thunder gespielt gehabt? Achso, ja, hier. Ich. Habt ihr denn auch diese Ghost gekriegt gehabt? Standardmäßig, wenn du dich mit einem War Thunder Account einloggst, bekommst du die. Richtig. Das ist ja das Geile. Ja, wie gesagt, ich schieß nicht auf dich, aber ich flieg dann einfach mal zu dir und zeig's mir mal kurz. Ich schieß schon auf dich. Nein, mach das nicht. Ich will mir erstmal das Schiff erstmal angucken dürfen. Kannst du doch angucken beim Schiff. Ja, genau. Wenn du beschossen wirst. Ich hab dich jetzt extra in den Gegner gezogen. Du bist ja immerhin. Wir treffen uns an der Bombe in der Mitte. Na toll, bin ich ja im schnellsten Schrott. Erstmal fliegen. Jetzt, wie das gleiche, wie jetzt ein Benutzer definiert Schlacht gemacht haben. PvE kann man das auch fürs PvP machen. Ich hab's einfach noch gesagt, wir brauchen ein paar Bots dazu, damit ein bisschen Action ist. Wir müssen das Gefecht jetzt aber nicht beenden, oder? Nö, es geht ja nur zum Gucken. Gut. Guck einfach, dass du nicht als erstes reinkommst. Ich bin schon tot. Ich bin so gut wie tot. Du wirst nicht sterben. Dann bist du wirklich tot. Läuft. Okay, ich komm dir mal entgegen, ja? Ja, besser ist. Ja, hier guck mal, es sind alles schon Rang 10 Schiffe, also. Ach, naja. In 5 Sekunden bin ich wieder da, denn. Gar nicht, was du hast. Komm schon. Komm ich dann mal entgegen. Wie viele Bots hast du genommen? Hier auf jeder Seite. Treffen uns an eurer C-Barke, Lorende. C-Barke. Ist da gerade einer? Ich bin da. Ja, das geht jetzt halt darum. Wie sag ich dir am besten? Das sind 1,5. Nee, doch, 10.003 Kilometer. Warum an eurer C-Barke? Ach, der an unserer C. Der roten C. Der rot? Also, nee, von mir ist er rot, bei dir ist er blau. Achso, an unserer C-Barke. Gut. Genau. Ja, das sind dann schon mal 5.000. Nur noch. Nur weniger. Wenn du sagst rote, dann. Ja, naja. Bei mir ist er rot. Dann, wo ist er denn? Bot. Ich bin jetzt an unserer C-Barke. Solltest mich ja eigentlich auch sehen. Ah, da bist du ja. Oh, da kommt Besuch. Ja, mach mal kaputt. Der hat einen Laser dran, ne, vorher. Einen Laser dran, ja. Ist das ein hübsches Teil. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Bemalung dran. Oh, kann man auch verschiedene Farben. Entschuldigung. Kann man auch verschiedene Farben mitnehmen. Ich habe jetzt halt, was mir gefällt. Das sieht so geil aus, das muss ich unbedingt haben. Also diese Geheimprojekte sind halt eine der teuersten, aufwendigen Schiffe. Man braucht sehr viel Rohstoffe, um die zu machen. Dafür kann man sie stark selbst modifizieren. Ich kann sagen, wie Module ich wo haben möchte. Wie? Module? Achso, cool, hier! Ich bekomme wieder Besuch. Ja. Komm raus. Hast du mich gerade noch im Visier gehabt, oder was? Nee. Weil ich hab gerade die Warnung gekriegt. Ich wollte gerade sagen. Nee, ist cool. Das hat was. Die Mjolnir, boah, schönes Schiff. So, jetzt zeige ich dir aber mal, für was das Ding eigentlich da ist, weil das ist ein Damage-Dealer. Mal auf. Oder. Also der ist noch niemals 2 Sekunden. Aber allein von der Zeit her konnte ich sagen, keine 2 Sekunden. Nee, das war wirklich keine 2 Sekunden. Na gut. So, aber ich würde jetzt als Vorschlag, dass man wirklich mal darstellt, wie auch der Kampfunterschied zwischen den T3-Schiffen und den T5-Schiffen ist.
würde ich vorschlagen, die Skala macht nochmal eine Geduldsfrist. Ja, ich glaube, also Lorenzo, du musst uns sagen, ich glaube, zeitlich sind wir jetzt gut, oder? Ja, wir haben die 20, haben jetzt die 20. Moontooth schon so ja erreicht. Ja, ja. Ja, also, ja, ich mache da meine Ansage, ja? Hm? Gut, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich sage mal, lasst euch gut gehen und wenn ihr was zu besprechen habt, dann meldet es einfach in die Kommentare. Lasst euch gut gehen und tschüss.